Hey guys, this is Stu Grayson and Evil Uno. We're the Smash Brothers, and welcome to Chaka on Wrestling Talk Radio. Einen schrecklich schönen guten Tag und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio. Es ist wieder Zeit für Chaka Hot Topic, die Show mit dem Buzzer. Ja, Ausgabe Nummer 5. Wir wollen den Monat Oktober. Wir haben Oktober. Verdammt. Ja, wir haben Oktober besprechen. Es ist einiges passiert in der bunten, weiten Wrestling-Welt und das diskutieren möchte ich heute zum einen mit Matze. Schönen guten Abend. Here comes the Axe and here comes the Smasher, the Demolition, Walking Disaster. Ja, moin. Schönen guten Tag. Erst hatte ich gerade an die das neue Teamnamen von Rowan und Harper gedacht, aber das ist was anderes, ne? Das ist Natural. Nee, was ist das? BB. Big Brother. BB? Ach ja, das sind die, ne? Ja, ja, BB. Ach so, nee, das, was du da gerade gesungen hast, das meine ich. Das ist Demolition. Action Smash, ne? Von früher. Ja, ja. Von ganz früher. Haben die das jetzt? Nein, haben das was? Nein. Nein, das haben die nicht, aber ich habe gerade so von der, weil das so in deren Promo so ein bisschen so rüberkommt mit Lights. Ach so. Und Lights Out und solche Sachen und Demolition, also nicht Demolition haben sie nicht erwähnt, aber. Ja, nee, aber angelehnt. Gimmick geht ja auch in die Richtung so ein bisschen, ne? So ein bisschen. Ja, so LOD, Powers of Pain, das ist alles schon. Kann man auch gut in aktuelle Wrestling wieder beleben, denke ich. Das ist ein Gimmick, was immer funktioniert, glaube ich. Für ein Heel-Team zumindest. Genau. Ja, nee, ich bin gerade Teil des ich erkläre es kurz, weil ich irgendwie auf aktuellem Wrestling nicht so ganz sitze, aber gerne älteres Zeug gucke. Und ich hatte gestern den ganzen Tag Ohrwurm von diesem Lied, ohne was von Demolition gesehen zu haben. Und deswegen habe ich gedacht, ach komm, hier, nächstes Mal, wenn du podcastest, machst du es einfach. Naja, nächstes Mal ist heute. Deswegen, das hatte ich letztens ohne großen Bad Grund. Bad Street, Atlanta, GA. Ja, ich hör auf. Genau, das ist, ja. Dafür etwas unmusikalischer und heute mit dabei der Jan. Ja, ich könnte höchstens versuchen, im Takt zu husten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ankommt. Hast du damals einen Teil der Einzugsmusik von Bastian Buger intoniert, oder? Ich glaube, da war ich noch ein bisschen zu jung für. Also ich habe ihn noch. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch seine WWE-Zeit live mitgekriegt habe oder ob ich es denn erst auf Kassette. 93? 93 oder? Ich glaube, bei der Survivor Series 94 war er noch mit bei. Ja. Wenn das gerade. Ich habe die Videokassette vor Augen, weil ich die auf jeden Fall hatte und ich glaube, da war das mit dem Turkey, also dem Truthahn vorne drauf, da war Bastian Buger auf jeden Fall mit bei, wo der mit seinem ich weiß gar nicht, war es überhaupt gegen die Doinks. Ja, ich glaube, war er in dem Team mit den Headshrinkers und die haben dann alle und ihre, Bam Bam, ja. Ihr rohes Hühnchen, ich glaube Bam Bam war der Einzige, der das nicht so mochte. Ja genau, aber Luna dagegen. Die haben alle irgendwie das Huhn da gefuttert, die haben das Thanksgiving-Buffet da gecrashed, ja. Und sind dann auch so zum Ring, sich es vor, mit den ganzen Essensresten im Gesicht. Ah. Hocherotisch. Ja. Das ist ein Teil der Vergangenheit. Und wir wollen ins aktuelle Geschehen gehen, was haltet ihr davon? Ja, kann man machen, ne? So. Dann nochmal ganz kurz für euch alle da draußen. Wir begeben uns jetzt ins Spoiler-Country. Also potenziell sind hier Sachen drin, nicht, dass ihr uns hinterher sagt, ne, wusste ich ja gar nicht, dass das jetzt hier erwähnt wird. So, das ist damit auch abgefrühstückt. Ganz kurz noch die Regeln. Ihr kennt sie ja wahrscheinlich mittlerweile. Ihr habt 30 Sekunden, wollte ich schon gerade sagen, 1,30, anderthalb Minuten Zeit, um über das vorgegebene Thema zu rechnen. Danach hört ihr eine wunderschöne, liebliche Stimme, die uns dieses Signal gibt. Chaka! Genau dieses. Dann ist die Redezeit vorbei. Wenn ihr unbedingt noch was weiterreden wollt über dieses Thema, sagt, ich nehme meinen Joker und ihr erhaltet die doppelte Redezeit. So, dann können wir beginnen und wir starten mit Jan, denn er bekommt das erste Thema und das heißt, Enzo Amore beleidigt Corey Graves.
Enzo Moreno ist bekannt für, dafür, kein Fettnäpfchen mittlerweile auszulassen. Auf Twitter hat er auf einen Tweet reagiert von Corey Graves, in der er schilderte, wie sein Sohn, oder das war ein Bild, glaube ich sogar, wie sein Sohn diesen Dance-Move von Enzo Amore ausübte und mit der Unterschrift, ich habe als Vater versagt. Daraufhin vergriff sich Enzo ein bisschen im Ton und sagte, dass Corey Graves als Wrestler versagt hätte und man ihn nicht ohne Grund in einen Anzug gesteckt und an das Mikrofon, an das Kommentatorenpult gesetzt hätte. Eure Meinung zu dieser Äußerung und vor allem auch nochmal vielleicht, weil wir es das letzte Mal auch schon angesprochen haben, ist das mittlerweile eigentlich die größte Kayfabe-Storyline, die es im aktuellen ja, Wrestling so vielleicht so gut funktioniert wie schon lange nicht mehr? Jan, du darfst anfangen. Wer einsteckt, muss auch austeilen können, beziehungsweise umgekehrt. Wer austeilt, muss auch einstecken können. Und Corey Graves ist nun weiß Gott am Kommentatorentisch auch kein Kind von Traurigkeit. Da fallen auch durchaus mal fiese Sätze. Von daher halt beides. Also Enzo sowieso Heel, Corey Graves am Kommentar würde man wahrscheinlich auch als Heel-Kommentator beziehungsweise jemand, der halt seine Lieblinge nach oben stellt und die anderen ein bisschen runter macht, sehe ich jetzt persönlich jetzt kein Problem, dass man natürlich jetzt Social Media auch so ein bisschen nutzt, um da die Arsche auch wie Arsche aussehen zu lassen, ist durchaus okay. Okay, das war's schon? Das war's schon. Das war's schon. Dann darf jetzt Matze. Ich stimme da Jan absolut zu. Man nutzt halt die Animositäten, die das Internet im Moment vor allem gegen Enzo hat und dann natürlich mit jemandem, den das Internet sehr gerne mag, nämlich mit Corey Graves, zieht man weitere Heat auf Enzo und ich denke, viel mehr ist das hier auch nicht. Wenn da mehr dahinter steckt fürs, in Anführungsstrichen, reale Leben zwischen Enzo und Corey Graves, dann ist das eben so. Dann werden die das inzwischen wahrscheinlich geklärt haben Backstage. Ansonsten hilft es einfach nur, ja, dem aktuellen Bildnis dessen, was Enzo Amore im Produkt darstellt. Nämlich inzwischen halt einen klaren Heel. Und dafür hilft so eine Story abseits der eigentlichen On-Air-Story sehr gut. Und ja, vielleicht ist es ein Ton vergriffen, aber wenn es zu dieser Geschichte gehört, alles richtig gemacht. Okay, dann hast auch du deine Redezeit heute nicht ausgeschöpft fürs erste Thema. Kommen wir zum zweiten Thema. Erst sage ich noch ganz kurz was dazu und ich finde, dass das vielleicht ein bisschen auch gerade in Bezug auf Corey Graves Gesundheitszustand, was am Ende seiner Karriere, aktiven Karriere angelangt mit seinen vielen Gehirnerschütterungen, ist das, finde ich, schon ein bisschen zu hart, was da von Enzo kommt. Und so sehr ich auch immer noch an eine groß angelegte Story der WWE, glaube ich, die versucht, wirklich das gesamte Internet zu trollen, glaube ich, dass da von Enzo vielleicht auch irgendwie einfach dann wieder so ein geistiger Gehirnfurz kommt. Ne? Also es ist, glaube ich, im Moment ein bisschen schwer auszumachen, wo denn da nun wirklich die Realität und die Story anfängt und aufhört. Gut, kommen wir zu etwas, das im weitesten Sinne auch irgendwo mit Enzo Amore zu tun hat, denn offensichtlich ist es so, dass er, ob beabsichtigt, er würde mal sagen eher unbeabsichtigt, aber er den Titel, den Cruiserweight-Titel gewonnen hat, und zwar von Neville. Neville hingegen scheint die WWE offenbar verlassen zu haben, aufgrund, dass dieses Vorkommnis das fast zum Überlaufen brachte. Ein anderer Grund soll auch sein, dass das Match von ihm und Austin Aries, was durchaus sehenswert ist, bei der WrestleMania-DVD nicht erschienen ist. Jetzt meine Frage, glaubt ihr an ein mögliches Comeback von Neville, dadurch, dass das Ganze möglicherweise ebenfalls ein Teil dieser ominösen großen Storyline ist? Oder ist er wirklich weg? Und was glaubt ihr, wo es ihn an nächster Zeit hintreiben könnte? Matze? Also ich glaube schon, dass er weg ist. Einfach weil das über die Corporate-Seite geschrieben wurde und das, was auf der Corporate-Seite der WWE auftaucht, ist auch wirklich real. Die Neville-Entlassung ist auf der Corporate-Seite aufgetaucht, also nicht nur sozusagen für die Gossip-Seiten
als Story, wie auch immer, sondern man hat entsprechend dort Future Endeavor, bla bla. Wir wünschen dem guten Mann alles erdenklich Gute und dann mit dem realen Namen, den ich gerade nicht auf dem Radar habe. Dementsprechend glaube ich schon, dass Neville weg ist. Ich finde die Art und Weise, wie er geht, völlig überzogen. Aber ich kann das durchaus verstehen, wenn du als Wrestler Frust hast mit einem Produkt, was ja durchaus sehr viele Leute innerhalb der WWE haben und sich da wohl auch an Cody Rhodes gewandelt haben, wie auch immer, wie man aus der Nummer rauskommt. Dann aber irgendwie zu wissen, dass man derjenige welche ist, der die Cruiserweight Division eigentlich auf den Schultern getragen hat, auch gute Matches abgeliefert hat, dann zu sagen, ich gehe jetzt, obwohl ich das Aushängeschild dieser Division war, egal wie unwichtig die vielleicht ein Produkt ist, es ist trotzdem immer noch wichtig. Aber ja, irgendwie das WrestleMania-Geld, das eben die DVD und die Blu-ray-Veröffentlichung, dann das erste Match, also Neville gegen Aries, halt weg ist. Ja, gut, ist dann vielleicht bloß noch das Tüpfchen auf dem, wie sagt man denn, Öl, Feuer, blablabla, das letzte, was halt gefehlt hat. Ja, genau. Also, es war das, was gefehlt hat, um vielleicht für Neville zu sagen, hier von hier und nicht weiter. Ja, ob jetzt der Enzo Titelwechsel, weiß nicht, inzwischen hat er den Titel wieder verloren. Ah, und wieder gewonnen. Ich beende das kurz noch und dann, ja, ich weiß nicht, ich kann ihn vielleicht verstehen, aber irgendwie auch wieder nicht. Also ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Okay. Jan? Dann mache ich mal einfach da weiter, wo Matze aufgehört hat. Für mich kann man dasselbe aufschreiben, was Matze eigentlich gesagt hat. Ich persönlich gehe davon aus, dass das mit Enzo Amore mehr oder weniger nichts zu tun hat. Weil, ganz ernsthaft, wenn es ihn stört, den Titel an einem bestimmten zu verlieren, nur weil er den vielleicht nicht mag und deshalb dann bei der WWE aufhört, dann sage ich ganz ehrlich, ist es nicht schade um Neville in der WWE. Weil es wird immer Entscheidungen geben, die man als Aktiver nicht unbedingt so teilt. Wenn er jetzt grundsätzlich mit seiner Charakterausrichtung, insbesondere, dass er vielleicht gehofft hat, dann auch wieder bei den Cruiserweights sich für höhere Aufgaben empfehlen zu können, so wie es bei Aries ja wohl auch war, das kann ich nachvollziehen. Das mit WrestleMania und dem Geld, was halt immer blöd ist, wenn dir eigentlich ein Paycheck entgeht, den du im Zweifel fest eingeplant hast und der auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich finde es seltsam, dass Matches, dass das Kickoff-Zeug teilweise nicht drauf ist. Und finde das ehrlich gesagt auch verständlich, wenn man da dann sauer drüber ist. Wo es hingeht, haben wir eigentlich beim Roundtable zu TLC ein bisschen drüber geredet. New Japan waren wir alle der festen Meinung, dürfte so gut wie sicher sein. Okay. Matze, noch ganz kurz von dir, weil du es nicht wirklich explizit gesagt hast, wo glaubst du, könnte es für ihn hingehen? Ring of Honor wollte ihn damals als Pack unbedingt buchen und dann kam die WWE und das hat nicht so wirklich funktioniert, die regelmäßigen Bookings. Deswegen glaube ich, die Schiene Ring of Honor New Japan wird es werden. Okay. Ja, kann ich vielleicht noch ganz kurz sagen, ich sehe das ähnlich. Das mit dem WrestleMania-Kram kann ich noch verstehen, mit der DVD, dass das nicht drauf ist. Andererseits muss man auch wirklich sagen, dass die DVD-Verkäufe der WWE, glaube ich, auch ziemlich stagnieren. Und man halt hauptsächlich das Geschäft auf das Network legt. Und da ist es ja auch skandalös übrigens, Basti, das mit den Blu-rays, da triffst bei mir einen Nerv. Ja. Ich könnte mich da so drüber aufregen, Entschuldigung, dass ich da grätsche, aber Blu-ray-Releases zu streichen, 2 Tage vor Veröffentlichung, kommt eine Meldung über den Newsletter als Pressemitteilung, ja, ich bin ja ein Presseverteiler für die WWE, kommt eine Pressemitteilung, wir canceln leider das Release für Freitag. Die E-Mail kam am Mittwoch. Die haben beide Blu-rays, die aktuellen, ich weiß schon gar nicht mehr welche das waren, haben sie auf jeden Fall gecancelt, weil die Produktion nicht ausreichend war. Das heißt, die Dinger wurden gepresst. Die Blu-rays liegen im Lager und werden nicht in den Verkauf gehen, weil man mit den Vorverkäufen zu unzufrieden war. Was für ein dummer Haufen Leute. Naja. So, fertig. Naja, also man wird halt sehen, dass sich dieses Geschäft halt auch mehr online verlagern wird. Ne? Sie wollen ja auch das Network pushen, wahrscheinlich dadurch. Dann sehen es aber immer noch genug Leute. Und ich denke auch für jeden Klick irgendwie, keine Ahnung, ob es da irgendwie Beteiligungen gibt, wenn ein Match geklickt wird oder auch immer, wird es bestimmt irgendwas geben. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es da keine Tantiemen gibt und ähnliches. Aber die Sache mit Enzo, dass er den Titel an ihn verloren hat und deswegen geht, halte ich auch für Schwachsinn.
Weil, that's business. Es wird immer irgendjemanden geben, den du vielleicht nicht leiden kannst, der aber deinen Titel bekommt, weil er gerade polarisiert. Und ob er nun ein guter Typ im Charakter, in seinem privaten Charakter ist oder nicht, spielt in dem Fall keine Rolle, weil du on-air mit ihm worken musst. Dann musst du halt Profi sein. Genau. Sehe ich so. Und dann muss ich sagen, okay, dann kann ich es nicht ganz so nachvollziehen, weil es ist nun mal immer noch die größte Bühne, die ihm geboten werden kann. Und es ist ja auch nicht so, dass er jetzt, zwar klar, Cruiserweights schlecht dargestellt, wenn man so möchte, aber er immer noch regelmäßig im TV, also nicht TV, aber im Produkt der WWE zu sehen ist und auch prominent. Und ja, deswegen, ich weiß auch nicht, ob es vielleicht für ihn noch was geworden wäre, wenn jetzt die Engländer denn dann fest irgendwie ins Produkt übergehen und er dort eine größere Rolle spielen hätte. Ich weiß nicht, ob er sich da vielleicht hätte noch mal ein bisschen Zeit nehmen sollen. Den Weg Ring of Honor New Japan sehe ich auch. Ja, und dann halt den ganzen üblichen Indie-Kram, vielleicht noch ein paar England-Bookings mit reinnehmen und solche Sachen, ne? Denke ich, wird kommen auf jeden Fall. Und dann halt den PWG-Krams und ähnliches, das wird alles jetzt dann, denke ich, auf ihn zukommen. Gut. Da war er ja auch dann schon. Machen wir weiter. Aber ich glaube, uns fehlen zu viele Informationen in der Situation. Bei Aries haben wir auch deswegen Informationen bekommen, ne? Und bei Neville, der wird auch irgendwann sich äußern dazu oder ein Shoot-Interview geben oder. Und dann werden die Lücken, die wir aktuell noch haben, weil wir eben die Informationen gar nicht bekommen werden oder bekommen sollen. Und sobald die Lücken geschlossen sind, werden wir auch unsere Assoziationen draus ziehen und dann irgendwie vielleicht mal explizit sagen können, okay, richtig oder falsch gemacht. Im Moment ist alles sehr heikel, weil wir nicht genug Informationen haben. Richtig. Also wir wollen ja auch keinen verurteilen, ne, für Entscheidungen, die er getroffen hat. Wenn es seine eigene Entscheidung war, dann ist es auch seine richtige Entscheidung. Gut, machen wir weiter. Und wir machen weiter mit Jan. Und zwar, es ging noch eine Person aus der WWE diesen Monat. Jimmy Jacobs musste seinen Rostposten als Producer räumen. Die Begründung soll das Bild auf Instagram sein mit dem Bullet Club, welches bei der Invasion des Bullet Clubs von Raw aufgenommen wurde. Begründung ebenfalls dessen erstens das Bild und zweitens, dass er sozusagen ohne Erlaubnis seinen Arbeitsplatz verlassen hat, um dieses Bild machen zu können und die Leute draußen zu treffen. Überzogen, genau richtig gehandelt. Wie ist eure Meinung dazu? Jan, sag mal was. Wenn er, was ja wohl offenkundig der Hauptgrund ist, weil nur das Bild alleine, da haben wir auch schon mal irgendwo drüber geredet, als das hieß, es wäre nur das, war halt Bullshit. Dann wären einige andere auch gefeuert worden, weil es Gruppenbild mit New Japan-Leuten, also vor allem Bullet Club und WWE-Leuten von der Tour gab, wo die sich alle irgendwo in einem Restaurant getroffen haben. Verlassen vom Arbeitsplatz während der Arbeitszeiten und insbesondere, ich glaube, das war sogar Matze, du hattest das, glaube ich, auf Facebook auch geschrieben, dass du gehört hattest, dass er wohl gerade in der Zeit auch noch für irgendwas gebraucht wurde, man ihn gesucht hat und halt in dem Moment nicht gefunden hat, ja, dann ist es halt, was in Deutschland wäre es halt eine Abmahnung erstmal vielleicht gewesen. In den USA ist es dann halt teilweise ein bisschen strenger. Ich weiß nicht, ob es überzogen wirklich ist, aber ich finde es halt auch überzogen, wenn in Deutschland einer Küchenhilfe gekündigt wird, weil die ein übrig gebliebenes Brötchen mit nach Hause nimmt. Auch wenn es rechtlich okay ist. Aber wie gesagt, da ist immer die Frage, wie wichtig ist jemand? Ist da vielleicht schon mal was vorgefallen? So weiter und so fort. Kann ich von hier aus halt nicht so wirklich beurteilen. Chaka! Gut. Matze, deine Meinung? Jan und ich sind heute eine Person. Ich mache direkt wieder da weiter, wo er aufhört. Ich nehme alles, was Jan gesagt hat und setze fort. Es gibt halt diese beliebte Grauzone. Ja? Wie Jan gerade sagte, mit dem Brötchen da kann man auch sagen, hey, Grauzone, okay, entlassen wir die jetzt, die hat nichts Böses gemacht, aber sind diese 30 Cent uns wert, diese Arbeitskraft gehen zu lassen? Ist also im Falle Jimmy Jacobs irgendwas schon passiert im Vorfeld, dass man ihn vielleicht bloß nicht loswerden konnte, es vielleicht schon längst wollte, oder einen anderen Menschen in diesen Spot reinbringen wollte, den man Backstage hat als Road Agent in dieselbe Position wie Jimmy Jacobs? Ja, ich habe das auf Facebook geschrieben, ich habe die Nachricht bekommen von einem WWE-Mitarbeiter, dass also wurde wohl an mehrere solche Leute für Podcasts und Newsseiten rausgeschrieben, das ist eine kleine Erklärung von der WWE, nicht offiziell, sondern ein bisschen unter der Hand. Und dort wird eben gesagt,
dass man sich darüber geärgert hat, dass jetzt alle denken, die WWE hätte ihn entlassen wegen des Bildes. Dem wäre nicht so, sondern er war während der Raw-Ausgabe für irgendeine Aufgabe in der Gorilla war er notwendig, er war nicht auffindbar und da sind viele Leute hin und her gelaufen, haben ebenfalls wiederum ihren Arbeitsplatz verlassen, um Jimmy Jacobs zu suchen. Daraus ergab sich eine Kette, dass Backstage irgendwelches nicht ineinander greifen konnte. Der Böse war in dem Fall Jimmy Jacobs, der gegangen ist, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Wohl in dem Fall Albert, wie auch immer, wurscht. Ja, vielleicht überzogen, Suspendierung hätte gereicht, aber vielleicht wollte man Jimmy Jacobs auch tatsächlich irgendwie loswerden, was auch immer. Für Jimmy Jacobs muss es nicht schlecht sein, er wrestelt wieder, wurde schon angekündigt für diverse Indie-Shows. Ich finde es selber auch ein bisschen überzogen, Suspendierung hätte mir persönlich gereicht, aber es ist so, es wurde dort ein Exempel statuiert, macht sowas Chaka. Nicht. Lerneffekt für alle anderen sollte da sein. Ja, denke ich auch. Ich kann jetzt auch nur sagen, ich sehe es einfach 1:1 genauso, dass wenn du einen gut bezahlten Job hast bei einem sehr guten Arbeitgeber, solltest du alles versuchen, diesen Job zu behalten. Mehr soll ich dazu nie sagen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema und das Thema beginnt mit Matze. Und zwar der Film Fandemonium. Das Leben von Vince McMahon soll verfilmt werden. Gerüchte halber soll Bradley Cooper dahin die Hauptrolle des Vince McMahon übernehmen. Bekannt unter anderem aus der Hangover-Reihe oder Silver Lining Playbook. Wollt ihr diesen Film sehen? Wenn ja, was haltet ihr von Bradley Cooper als Vince McMahon? Und seid ihr für so einen Film all in? Matze? Ich wusste es bis eben nicht. Warum nicht? Also Bradley Cooper ist schon so ein bisschen in der gehobeneren Hollywood-Klasse. Ich würde jetzt nicht sagen, ich gehe wegen eines Bradley Coopers in einen Film, aber wenn er irgendwo ist, dann macht er seine Aufgabe gut. Wenn er den Vince McMahon so charakterisieren kann, dann ist das völlig okay. Vielmehr ist dann wichtig, was wird die Story, und dann ist mir fast egal, ob das Bradley Cooper oder Enzo Amore dann Vince McMahon spielt. Also, das ist Wrestling, ich werde es mir angucken und ich würde dann, also ich mache es nicht an Bradley Cooper fest, sondern an der eigentlichen Geschichte, dass es kommt und ich werde es definitiv gucken. Aber es eben wusste ich es nicht, deswegen kann ich gar nicht groß was zu sagen. Ich finde es aber gut. Okay. Jan, hast du schon von dem Projekt gehört? Ja, ich habe auch das mit Bradley Cooper schon gehört gehabt. Ich mag durchaus Bradley Cooper. Er ist relativ groß und kann zumindest, kommt keine Ahnung, wie er im Moment körperlich drauf ist, aber er kann den Mucki-Typ auch so ein bisschen machen. Wir wissen ja, dass Vince nicht das schmalste Hemdchen ist. Schauspielern kann er auch. Von daher ist eigentlich immer die Frage halt, wie ist es umgesetzt, die Darsteller, wer jetzt immer wen spielt, ist denn immer zweitrangig. Irgendeiner muss es halt machen. Da ist es mir dann egal, wie Matze eigentlich sagt. Wichtiger oder interessanter ist halt, dass es gemacht wird wohl, und wenn es anständig, wahrscheinlich würde ich es auch gucken, wenn es halt vorher schon heißt, größter Mist aller Zeiten, weil so Wrestling-Filme halt immer so ein bisschen interessant sind. WrestleManiac. Ja, oder wie hieß so, der? Hast du ihn jetzt gesehen? Habe ich schon längst gesehen, das ist ein Dreck, ey. Hier David Arquette, der WCW. Rumble. Irgendwas mit Rumble. Ja. Ready to Rumble. Ja. Genau, ja, das. Der ist aber toll. Das war sogar ein Film, den wollte ich mir mal auf DVD kaufen damals. Ich habe den nur in einem Laden gekriegt oder hätte den kriegen können. Da sollte der 89 Euro kosten. Oder Euro. Okay. Weil es halt ein Import-Ding war, weil es das halt nicht offiziell auf Deutsch gab. Ich habe den. Der lief auch öfter schon mal im Fernsehen. Also. Ich hab ihn auf DVD. Ich glaube, den gibt es sogar auf Blu-ray inzwischen. Bestimmt. Mit deutschem Ton natürlich, ne? Ja, nee, ich meine, da ist halt Ewigkeiten her. Ich weiß nicht, also da war ich. Amazon kriegst den hinterhergeworfen. Ja, da war ich damals. Euro bezahlt oder so. Krabbeltheke. War halt ja in den, da in den 90er. Da war ich mal im Harz im Urlaub und in irgendeinem DVD-Laden, da sollte dann, hing der so an der Wand. Aber da kannst du es ja auch von, da, im Harz kannst du es ja auch von den Lebendigen nehmen, die haben da halt nicht viele Videotheken. Ja. ganz kurz den Film WrestleManiac. Wer starke Nerven hat, was Schlechtigkeit angeht, der darf sich diesen Film sehr gerne angucken.
Ich hab den nur gekauft, weil auf der Rückseite der Vater von Rey Mysterio steht. Dachte, ach, das ist nicht sein Vater, das ist sein Onkel. Das ist sein Onkel. Ja, aber irgendwie sowas stand da drauf, oder? Also ist, so ja, ja, als, ich glaube, da steht sogar der Sohn, der steht, glaube ich, sogar der Vater drauf, obwohl es der Onkel ist, aber. Ja, also egal. Das ist halt Rey Mysterio Senior, wenn du so möchtest, ist das, ne? Ja, genau. Und dieser Film ist, der von vorne bis hinten ist das ein Bullshit. Ah, oh, und jedes typische Horrorfilm-Klischee wird irgendwie verwurstet. Ich hab 94 in der Videothek damals in Stralsund bezahlt und bin, nachdem ich den Film geguckt habe, hab ich hingegangen und hab gesagt, ich bin zwar Wrestling-Fan, aber ich habe die Möglichkeit, diese 4,90 € zurückbekommen. Haben sie natürlich nicht gemacht, ich habe den Film nach wie vor. Aber ja, so schlecht ist es letztendlich, dass ich den zurückgeben wollte, obwohl es ein Film mit einem Wrestler ist. Also, boah. Um euch vielleicht mal ganz kurz einen Einblick zu geben, warum wir das hier gerade so scheiße finden. Das ist, man stelle sich alle Stereotypen eines schlechten B-Horrorfilms vor. Eine Gruppe von Teenagern fährt mit einem Bus irgendwo hin. In diesem Fall nach Mexiko, um einen Porno zu drehen. Und natürlich, der Wagen hat eine Panne und sie landen an einer Tankstelle. Wie sie immer an einer Tankstelle landen. Und dann gibt es einen Ort, wo man sagt, geht nicht dahin. Das Beste, was man machen kann, man geht dorthin. Da ist ein böser Luchador, der wird euch jagen. Ja, ist ein, genau. Der aus 5 verschiedenen anderen Luchadoren zusammengesetzt wurde. Und seinen Gegnern, seinen Opfern die Gesichtshaut runterreißt. Es ist aber so schlecht, dass der irgendwie. Ich glaube, in der Gruppe ist das wieder so ein Film, den man mit dem viel Spaß haben kann. Ja, das ist halt Trash. Aber es ist kein Calamari-Wrestler-Trash. Das ist halt irgendwie wieder gut dann. Ne? Also gibt halt auch Unterschiede dabei. Naja. Das ist auf dem Level von House of Wax. Ja. Würde ich sagen. Ja. Naja. Wrestling-Filme können wir vielleicht nochmal irgendwann anders drüber sprechen. Aber wir sprechen jetzt über etwas anderes, und zwar etwas sehr Historisches. Und zwar. Beim NXT Takeover in Houston wird eine sehr, sehr beliebte Matchart der Vergangenheit aus der Mottenkiste geholt. Und zwar geht es um das Wargames-Match. Das letzte fand statt im September 2000. Die Besetzung dieses Wargames-Matches wird sein Sanity gegen die Undisputed Era, gegen die Authors of Pain, zusammen mit ihrem neuen besten Buddy Roderick Strong. Was erwartet ihr euch von dem Match? Und glaubt ihr, dass wir hier ein vielleicht potenzielles Match des Jahres haben? Jan, hau mal raus. Finde ich sehr gut. Meine erste Berührung mit WCW dürfte, ich glaube, es war Fall Brawl 94 gewesen sein. Fall Brawl war immer die Veranstaltung, wo es die Wargames meistens gab. War damals halt schon Themenpaper wie so ein bisschen. Das war damals der Stats Table, Colonel Robert Parker, Meng, Bankhaus, Buck und ich bin mir nicht mehr sicher, gegen die Nasty Boys. Das kann sein. Auf jeden Fall, die Gegner waren die Nasty Boys und Dustin und Dusty Rhodes. Match des Jahres würde ich vielleicht auch Terry Funk und Arn Anderson oder so. Ne? Stimmt, Anderson war damals, glaube ich, auch im Stats Table mit drin. Wie gesagt, die genaue Besetzung damals weiß ich gar nicht mehr. Match des Jahres würde ich eher nicht davon ausgehen, weil das halt meistens eher so in dem Bereich mittleres Chaos endet. Insbesondere jetzt bei 3 Teams mit jeweils 3 Mann gibt das ein großes Durcheinander, was mit Sicherheit unterhaltsam werden wird. Ähnlich wie zum Beispiel das TLC-Match jetzt am Sonntag bei TLC halt. Aber Match des Jahres bezweifle ich jetzt einfach, weil es dafür technisch mit Abstand nicht ausgelegt ist, die Matchart. Punkt. Chaka! Punktlandung. Krass. Matze. Ich mach's kurz noch rund. Das 94er Wargames-Match waren Terry Funk, Bankhaus Buck, Arn Anderson und Robert Parker, weil Wargames-Match ist eins meiner Lieblingsmatches. Die Gegner waren richtig Nasty Boys und die beiden Rhodes. Ich liebe diese Matchart. Das ist einfach eines meiner absolut liebsten, wegen dem Doppelring und dann den Geschehnissen, dass du dort Charaktere einbaust, zumindest war es in der WCW halt so, dass du
Fäden mixt, wenn nicht mal die zusammen wirklich Freunde sind, sondern einfach immer diese laufenden großen Fäden in ein Wargames-Match zusammenlaufen lassen. Natürlich oftmals auch mit den Horsemen dann als Gegner und sowas. Supergeil. Wargames liebe ich. Dazu muss man sagen, Wargames das letzte Mal 2000 Jahr, zumindest was offiziell dann auf dem WWE-Radar passiert. Es gibt aber auch genug Wargames-Matches, auch zum Teil mit zwei Ringen, die seitdem stattgefunden haben. Im Independent-Bereich, in kleineren oder größeren Ligen. Es gibt also immer noch genug Wargames-Matches. Ich bin erstmal all in. Ich freue mich drauf. Ich bin bei NXT nicht up to date. Deswegen kann ich über die eigentliche Entwicklung nichts sagen. Rein die Besetzung gefällt mir sehr gut. Ich finde es super geil, dass Axel ein Wargames-Match bekommt. Eben mein Lieblingsmatch und dann eben da jetzt unser deutscher Vertreter mit drin. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Auf den Rest freue ich mich. Nee, mach weiter, sprich weiter. Die Zeit war noch nicht um. Ich habe aus Versehen geklickt. Achso, ich bin aber eigentlich auch fertig, weil. Du darfst noch. Nö, ach so, also. Alles gut. Ich habe nichts mehr so zu sagen eigentlich. Ich freue mich drauf. Mein Finger hat kurz gezuckt. Deswegen. Da. Aber es war. Ich war Punkt. Ich hätte auch sonst eine Punktlandung gehabt. Ja. Gut. Dann schiebe ich jetzt etwas ein, was ich das letzte Mal zum ersten Mal gemacht habe. Und zwar, wir nehmen heute am 25.10. auf und habt mir mal so ein bisschen die Geschichte, die Historie vorgenommen. Wir machen jetzt quasi eine Mini-Time-Machine, wenn du so möchtest. Und gucken mal so ein bisschen auf das, was ist eigentlich am 25. Oktober der vergangenen Jahre so passiert. So, wir gehen zurück und fangen an. Ich frage euch dazu immer dann noch so ein bisschen was. Im Jahr 1900 besiegte George Hackenschmidt George Rasso im Varieté Opheum in Graz, Österreich. Wie fandet ihr dieses Match? Hackenschmidt, supergeil. Ja, dann kenne ich gar nicht. Nein, ich auch nicht. Aber das letzte Mal habe ich schon eine Veranstaltung, eine komplette Card gehabt aus Hannover. Da waren auch Leute dabei, von denen hast du noch nie was gehört. Ist auch normal, wie auch. Ich meine, du kannst das Material in der Regel nicht sehen. Ja. Die, wie denn auch, also, dass da eine Kamera hatte? Ja, frühestes Wrestling-Videomaterial, was ich bisher gesehen habe, war in den 20ern, glaube ich. 1928 oder so habe ich, glaube ich, was. 1931 habe ich auf jeden Fall was. Jetzt müsste mir jemand sagen, der mehr Ahnung hat, wann überhaupt die Videokamera entwickelt wurde. Ja, also das funktioniert dann einfach auch gar nicht. Aber im Zweifel war es irgendwas mit George Hackenschmidt oder sein großer Kontrahent war. Oh. Jetzt ist es peinlich schon wieder. Soll ich mal gucken, was ich hab? So aus der Zeit? Ich mach mal 192, aber da finde ich, glaube ich, gerade gar nicht. Doch, was Mist. Dafür habe ich ja meine Wrestling-Platte. Aber mach erst mal mit Jan, dann gucke ich vielleicht mal nebenher, was. Jan, was sagst du dazu? Boah, für seine Zeit mit Sicherheit ein Match, das man gesehen haben konnte, wenn man denn vor Ort war. Bestimmt. Ja, damals fandst du was halt wahrscheinlich auch eher noch in Zirkuszelten und ähnlichem wahrscheinlich schon statt, ne? Spektakel. Ich weiß nicht, was das Varieté Orofeum ist. Da müssten uns vielleicht unsere österreichische Fanfraktion und Zuhörerschaft vielleicht mal informieren, was die so geschichtlich wissen, was das ist. Klingt nach einem Amphibientheater. So rein vom Namen. Ja, ja. Ein Varieté. Also, oder Rund, halt ja? Wirklich so ein, wirklich, ja, oder wirklich halt ein Varieté-Theater, wirklich. Dann halt so, wo dann ihr irgendwie Tänzerinnen aufgetreten sind eigentlich und sowas, ne? Und Zauberer und bärtige Ladies. Ich habe übrigens mein frühestes ist übrigens tatsächlich 1948, was ich jetzt gerade finde auf meiner Festplatte. 48. Ich habe aber auch davor schon Material gesehen. Wie gesagt, jetzt müsste wahrscheinlich 48 in den Kommentaren, weiß jetzt jemand wann. Da müsste auch jemand. 40, da müsste ja auch Kram zu sehen sein von dem, was ich dir gegeben habe, ne? Mal dieses Steelbook, was ich dir vermacht habe. Oder was möglich, wir getauscht ja, haben. Möglich, ja. Also ich habe hier auf jeden Fall Jesse James gegen Gorgeous George. Das ist vom 4. September 1951. Krass. Naja, also das jetzt in meinem, also das, was ich behalten will. Ne? Ich habe auch eine ganze Menge DVDs noch, real. Und da gibt es ja auch genug Internetseiten, die vor allem auch YouTube-Kanäle, die sowas sammeln. Wenn ihr auch sowas Bock habt, einfach mal Oldschool und Video Archive, Wrestling Video Archive auf YouTube suchen. Da gibt es genug richtig gute Kanäle, die da ganz, ganz viel Zeug sammeln. Wrestling Chicago, Stunden-Matches. Wrestling und sowas gibt es auch einen Kanal. Ja, ne? Ja, genug.
Orpheum als Halle eingeben. Das ist so die Traditionsding. Also da findet ihr genug Zeugs auf YouTube inzwischen. Das ist das Gute halt. Man muss das nicht alles kaufen. Richtig. Gut, gehen wir mal ein bisschen weiter nach vorne, und zwar in das Jahr 2000. Im Jahr 2000 bestätigte heute auf den Tag genau Linda McMahon der Seite Bloomberg.com, dass man Interesse daran hätte, die WCW zu kaufen. Das war heute, dass das erste Mal laut gesagt wurde. Ja, was haben wir noch gehabt? Drei wichtige Titelgewinne gab es in drei aufeinanderfolgenden Jahren. Im Jahr 2007 gewann Kurt Angle zum dritten Mal den TNA World Heavyweight Title. Dann hat im Jahr darauf, 2008, Blue Demon Jr. den NWA World Heavyweight Title gewonnen. Ja, es ist also kein Scheiß. Wichtig. Da war der Gürtel ja schon so wichtig. Ja. Ja, es ist aber immer noch, also eigentlich ist es immer noch einer sehr prestigeträchtiger Gürtel, theoretisch. Ich glaube, wir werden auch zukünftig wieder über NWA reden. Also ich habe jetzt ein aktuelles Interview mit Dave Lagana gesehen. Ja, Lagana und Corgan sind das jetzt. Und ich habe ein Interview von Lagana geguckt und die haben richtig viel vor. Sie wollen das aber langsam angehen. Sie haben genug Kohle im Hintergrund, sie haben genug Leute im Hintergrund, denen sie vertrauen über die Jahre, die sie halt inzwischen in den diversen Bereichen arbeiten. Und sie wollen die NWA wieder zu was Größerem machen. Sie wollen nicht die WWE oder Platz 2 oder Platz 3 angreifen. Sie wollen einfach eine neue Alternative bieten. Also sowas, was die Territories damals hatten. Wollten ein bisschen hin und her reisen. Mhm. Und auf die Frage hin, wo sie sich einpositionieren wollen. Und da meint er, 2020 wird man uns auf dem Radar haben und wird uns neben Ring of Honor sehen. Also drei bis fünf Jahresplan und Ziel ist erstmal auf das Level von Ring of Honor zu kommen. Ich denke, das ist realistisch und jetzt muss man abwarten, was kommt, ne? Ja. Dass der Name nicht nur halt ein Name ist, ne? Wie in den letzten Jahren eigentlich. Oder das letzte Jahrzehnt kann man schon fast sagen, weil ich glaube, die letzte große Phase, die dieser Titel hatte, war die Fehde zwischen Colt Cabana und Scrap Iron, Adam Pearce. Ist er? Ja. Adam Pearce. Das war die letzte Hochphase, glaube ich, ne? Ja. Hm. Gut. Seven Levels of Hate. Sehr zu empfehlen. Ja, genau. Ja. Es gibt auch eine Doku drüber, glaube ich, ne? Mhm. 2009 gewann dann John Cena zum fünften Mal den WWE-Titel. Richtig, dann haben wir auch John Cena mal untergebracht. Jeder Podcast ist ein guter Podcast, wenn John Cena drin vorkam. Und da, wo er nicht drin vorkommt, kannst du alle vergessen. Das ist richtig. Ja. Nein. Das hatten wir. Dann haben wir das jetzt auch abgehakt. Ich finde, das ist immer sehr, sehr, sehr schön, wenn man mal kurz auch so ein bisschen auf sowas Historisches zurückblicken kann. Ich glaube, wir lassen das einfach so mit drin. Ne? Ich glaube, das ist so eine nette Anekdote, über die man auch mal ganz kurz irgendwie ein bisschen quatschen kann. Ja. Gut. Dann machen wir weiter. Und zwar mit Matze. Und zwar geht es jetzt um das In-Ring-Comeback von Kurt Angle bei TLC. Es ist ein bisschen aus der Not heraus ja geboren worden. Die Frage, die ich mir jetzt halt auch dabei gestellt habe, ist diese Bühne die richtige, um ein Comeback von Kurt Angle zu haben? Oder ist Kurt Angle eigentlich nicht viel zu groß? Und dann die zweite Frage hinterher, die sich auch zum Beispiel an Shane McMahon gestellt ist: Was haltet ihr von Autoritätsfiguren im Wrestling, die auch aktiv in den Ring steigen und in Ringfäden verwickelt sind? Matze. Also erstmal das Letzte, Autoritätsfiguren, die auch auf den Deckel bekommen können, sind die besten, weil dem Payoff, dass der auf den Deckel bekommt, ob das jetzt ein Guter oder ein Böser ist, der ihn an den Kragen will, wenn du das nicht ausführen kannst, weil die Autoritätsfigur nicht bumpen kann, dann fehlt immer irgendwas. Eine Autoritätsfigur, die einen Bump nehmen kann, generiert einen gewissen Payoff, den du im Wrestling einfach brauchst. Dafür bin ich also schon mal all in. Ich glaube, die Bühne TLC war genau die richtige, weil die Wichtigkeit des Matches zwar auf Shield gelegt war, also im Falle Roman Reigns mit dabei, und dadurch, dass Kurt Angle jetzt in wenigen Short Notice da mit eingesprungen ist, war die Aufmerksamkeit natürlich in das Match höher generiert, aber wenn es ein Singles-Match Kurt Angle gegen Name X gewesen wäre, dann wäre die Aufmerksamkeit auf Kurt Angle viel höher gewesen als in diesem Match. Das heißt, mit
wie viel waren das jetzt? Waren 8 Leute, also 7 weiteren. Kannst du die Aufmerksamkeit von Kurt Angle wegnehmen, hast trotzdem natürlich viel Blick auf ihn, aber er hat nicht so den Spotlight. Und genau deswegen, glaube ich, ist genau der richtige Ort, um ihn zu testen für ein letztes großes Match, Feder, wie auch immer. Dementsprechend glaube ich sogar hier aus der Not geboren für die WWE eine richtig gute Sache geworden. Gut, okay. Jan, dann sag du was dazu. Ich sehe das genauso wie Matze. Hätte noch die Ergänzung, zumindest nach aktuellem Stand und wie es im Moment aussieht, war das der Plan der WWE sowieso mit dem, ich sag mal, Multi-Man-Match. Denn darüber haben wir halt auch im Podcast kurz geredet. Nach Raw und nach dem, was da so passiert ist, sieht es halt sehr danach aus, als ob es eins der Survivor Series, der Classic Survivor Series Matches, das war da halt zumindest Kurt Angle gegen und Shane als jeweilige Kapitäne auf sonst gehabt hätten, um halt Kurt vielleicht nochmal zu testen. Könnte natürlich passieren, dass sie es jetzt vielleicht ändern, weil sie gesehen haben, okay, geht, aber eigentlich, warum sollte man es denn rausnehmen? Es gibt ja nochmal ein bisschen mehr extra Aufmerksamkeit. Also ich gehe davon aus, dass man so oder so halt in so einem Match gemacht hat. Ja, den Rest haben wir eigentlich bei TLC, was das TLC-Match angeht. War vollkommen okay, dass er da drin war. Man hat ihn ein bisschen zurückgehalten. Hätte man ihn nicht teilweise beim Zurückhalten in der Kamera eingefangen, wäre es besser gewesen. Naja, da kommt der Heißsporn dann raus, ne? Gut, der Heißsporn in Kurt Angle kommt dann raus, der mehr will. Nee, es gab zum Beispiel eine Szene, da hat er neben dem Ring gekniet hinter ihm wird einer seiner von den anderen beiden angegriffen. Er hätte jederzeit eingreifen können, so ungefähr. Leider hat ihn die Kamera dabei eingefangen, wie er da halt, sag ich mal, ein bisschen Zeit überbrückt hat. Weil er halt in dem Moment ist aber auch blöd für einen Wrestler, der halt nicht regelmäßig im Ring steht, ist Positionierung und Timing halt das größte Problem. Nicht ja. Ringrust an sich, vor allem von Level für Kurt Angle, sondern wo muss ich wann stehen? Und dafür ist ein Multiman-Match durchaus nicht wirklich die beste Aufgabe für jemanden, der länger nicht gewrestelt hat. Also auf dem Level. Und das war vielleicht das Ungünstige, aber vom reinen Test her, wie kann Kurt, wie kommt er an, wie bumpt er, geht's ihm danach gut, alles sowas, das kommt man diesem Match testen und deswegen glaube ich, wird das Match eine ganze Menge Richtungen weisen, was zukünftig mit Kurt Angle im Ring passiert. Da das ist nämlich, was zukünftig weisend ist, ich gehe davon aus, dass Shane und er kein aktiver Teil des Matches bei der Survivor Series sein werden, sondern wie es mal schon mal hatten mit Teddy Long und Eric Bischoff, dass sie draußen sind in der Managerrolle und ihr Team anfeuern. Und natürlich irgendwann innerhalb dieses Matches aufeinander kollidieren werden und ein Scharmützel miteinander haben werden, was sie dann sozusagen aus der Halle irgendwie dann bringen wird. Und ich sage das jetzt und hoffe, ich bin mir fast sicher, dass wir nächstes Jahr bei WrestleMania Shane McMahon gegen Kurt Angle sehen. Wirklich, ja. Ist jetzt mal so in den Raum gewissen. Und wenn dann die bessere Variante ist, Shane nimmt sich zurück, ja, und Daniel Bryan springt ein. Daniel Bryan, ja, das wäre schön, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Das wäre natürlich ein Traummatch, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Never say never. Mal gucken, was ist richtig. Es wird noch viel Wasser den Ganges runterfließen. Was dann ziemlich schnell passiert ist, kommt nämlich genau zu dieser Survivor Series Storyline: Raw gegen SmackDown. Nach der Raw-Sendung wollte Kurt eine Promo mehr oder weniger halten, wie er die Card vorstellte für die Survivor Series und wurde unterbrochen. Der gesamte SmackDown-Kader tauchte auf, verprügelte alle, die nur greifbar waren von Raw. Und was haltet ihr davon? Und dass jetzt auch zum Beispiel aktive Storylines im SmackDown-Kader dafür ja irgendwie unterbrochen werden oder einfach weggradiert werden. Zum Beispiel, dass ein Bobby Roode und Dolph Ziggler sich gegenseitig anschreien, wie geil sie doch sind und dass sie noch viel härter zuschlagen sollen. Und dass ein Styles und ein Corbin auf einmal wieder, ein Styles, der drauf einschlägt und vorher noch mit dem Shield zusammengewirkt hat, in der gleichen Show,
Und auch, dass zum Beispiel die Hypros, die ja gerade so in ihrem Split irgendwie drin sind, auf einmal wieder, yeah, Mann, wir sind hier SmackDown und wir sind die Geilsten und wir sind alle Best Buddies und überhaupt. Und die Damen sind auch alle Best Buddies miteinander auf einmal. Klar, das Bigger Picture, Raw gegen SmackDown, aber was können wir davon erwarten? Und können wir vielleicht im Hinblick auf die aktuelle SmackDown-Ausgabe erwarten, dass Kevin Owens und Sami Zayn ein Teil des Raw-Teams sein könnten? Jan? Bobby Wood, Dolph Ziggler, SmackDown gucken, wurde schon geklärt. Ja, habe ich jetzt nicht. Ich habe nur einen kurzen Clip gesehen. Gab ein Backstage-Segment, wo beide eigentlich genau das ausgeführt haben, so nach dem Motto, da haben wir zwar theoretisch auf derselben Seite, wir mögen uns trotzdem nicht, du bist ein Wichser, du bist ein Wichser, hat nur noch der Catfight gefehlt so ein bisschen, dafür gibt's nächste Woche dann wohl 2 out of 3 falls. Won genau die, was vorher denn, wie kann das sein, überall im Internet zu lesen war, genauso erklärt, wie man es halt, wie es halt auch logisch ist. Denn auch im Wrestling gibt's Logik. Ich gehe auch davon aus, dass bei SmackDown hat ja Sami Zayn sein Qualifying-Match, sag ich mal, für Team SmackDown verloren. Kevin Owens wird seins nächste Woche gegen Shinsuke auch verlieren. Ich gehe nicht davon aus, dass die zu Team Raw gehen. Ich gehe davon aus, die machen ein eigenes Team auf. Punkt. Gegen wen treten die dann an? Gegen Team Raw und SmackDown. Das wäre bestimmt lustig. Die ganzen Verlierer von den Qualifying Matches als drittes Team mit drin. Ich würde es jetzt vielleicht. Ich hätte es jetzt, ja, eher so in die Richtung. Oder die beiden Verliererteams, Entschuldigung. Eher so in die Richtung Team NXT Triple H geführt. Okay. Man könnte alternativ ja die beiden Partner von Sami Zayn und Kevin Owens sind dann El Generico und Kevin Steen. Vielleicht kriegt man die ja irgendwo her. Und dann braucht man noch einen fünften und dann passt das ja. Hat einer die Adresse von dem Waisenhaus in Mexiko? Hast du die Adresse? Nee, das ist ja, die leben ja da sehr zurückgezogen, Internet wollen sie nicht und so und. Nee, nee. Na gut. Ligero mit reinkommen, hier. Haben wir einen von. Er hat eine Zeit lang die Generico-Maske als Hommage getragen. Das ist richtig. Dave Mastiff übrigens auch. Aber der ja, stimmt, bei Progress, ja, stimmt. Ja, die beiden als die, wie hießen sie nochmal dann, die Origin Banter Edition als Teampartner von, yes, Sami Zayn und Kevin Owens. Als deren Äquivalent. Ich möchte nochmal zu bedenken geben, die beiden bräuchten 3 Partner. Am Vorabend findet eine Veranstaltung von einem kleineren Teil der WWE statt, wo es vielleicht auch schon Kombinationen gibt, die aus 3 Personen bestehen, wo es jetzt nicht mehr schwierig wäre zu erklären, warum die sich vielleicht schon von früher kennen könnten. Du meinst die Authors of Pain? Ja, ich weiß. Ja, und genau. Strong, ja. Und Ich würde das nicht mal ausschließen. Alle denken jetzt, oh, Sanity wäre ja geil. Und Undisputed Era, oh, das wäre ja geil. Und am Ende sind es die Authors of Pain und Roddy. Weil die fertig erzählt sind bei NXT. Ja, die anderen nicht. Oder nicht Roddy und dafür vielleicht ein anderer KO. No way. Was ist besser als ein KO und 2 KO? Geil. Ja. Oh no. Oder no way, Jose. Oh no. Nein, no way. Bitte nicht. No way. Ja, ja, wir schweifen. Soll ich auch noch? Matze, du darfst. Was war eigentlich das Thema? Jetzt muss ich nur noch zurück. Das, der Invasion, die ganze Attacke von Raw. Und ob das gut ist oder schlecht. Wir sind ja ein bisschen weggedriftet. Ich mag sowas. Also in den ursprünglichen Roster-Splits, wenn dann in der Regel auch SmackDown den Erstschlag ausgeführt hat, dann Raw invasiert hat, fand ich das eigentlich sehr unterhaltsam immer. Hier war das eigentlich wirklich so. Back in Time haben wir alle schon mal gesehen, genau in der Art und Weise, alle was im blaue T-Shirt, rote T-Shirts, ja, die einen attackieren die anderen, nächste Show kommen die anderen wieder auf der anderen Show und blub, 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 haben wir alle schon mal gesehen. Ich mag sowas aber deswegen, weil Wrestling halt das Wir-Gefühl ist. Und ja, viele sagen natürlich, ja, wie können die jetzt miteinander oder so. Wrestling hat ein Wir-Gefühl. Du trittst lieber mit dem Devil You Know than the Devil You Don't Know an.
So ist Wrestling. Das ist die Grundphilosophie des Wrestlings. Ja, natürlich kann man jetzt sagen, Logik hin oder her. Der Wrestling-Analyst wie ich liebe sowas, weil das ist einfach so. Wem vertraut der Mensch mehr? Dem, den er tagtäglich sieht, vielleicht nicht wirklich mag, oder dem, den er nicht kennt und der vielleicht was von seinem Stück Kuchen will? Ich halte doch eher zu dem, den ich schon kenne, ob ich den nun mag oder nicht. Dementsprechend ist diese Gang-Mentality von Raw gegen SmackDown und umgekehrt absolut plausibel und ich finde es super. Es ist eine Massenschlägerei, das hat man auch mal länger nicht mehr gesehen im Produkt. Was sie jetzt draus machen für die Survivor Series, schauen wir mal. Ich freue mich, also mich hat man gekriegt, das heißt ja schon mal was. Also Survivor Series bin ich all in für. Ist sowieso einer meiner liebsten Shows des Jahres und wenn man da eine schöne große Story auflegt mit jetzt Champions gegen Champions und dann mehrere Survivor Series Elimination Matches, blablub, dann ist das eine ganz große Story und die muss auch irgendwo präsentiert werden auf dem Weg zur Survivor Series. Die Zeit ist nicht mehr. Ja, wieder Punktlandung. Super. Gut. Ja, wie gesagt, also ich war erstmal irgendwie schockiert, muss ich wirklich sagen, so wie ich das auch gerade erzählt habe. Natürlich gerade wegen, das mich sehr mitnimmt mit der Story um die Hype Bros, muss ich wirklich sagen. Nein, Spaß beiseite. es wirkt erstmal sehr skurril, muss man wirklich sagen. Gerade weil Styles ja auch gerade noch erst mit dem Shield noch geteamt hat. Ne? Und dann auf die einkloppt. Und sich dann mit Baron Corbin High Five gibt und so ein Gedöns. Den er ja auch eigentlich. Deswegen, es wirkt erstmal alles mega skurril. Es wird auch alles noch erklärt werden. Ja, wirkt erstmal seltsam. Mehr wollte ich das darauf nicht hinaus. Aber wir kommen weiter. Survivor Series Part 2 Storyline technisch. Champion versus Champion. Mahal gegen Lesnar. Kurzes Statement, seid ihr mit dieser Ansetzung, es wird natürlich noch mehr Matches Champions vs. Champions geben, aber das ist das, was halt heraussticht, weil es die Hauptchampions sind, der beiden Roster. Wie findet ihr diese Ansetzung? Wie glaubt ihr, kann Mahal aus dieser Geschichte glaubhaft hervorgehen, Matze? Ich finde es erstmal gut. Die Grundansetzung finde ich gut. Dazu haben wir ja noch IC gegen US, Damen gegen Damen und Tag gegen Tag, ne? Warum denn nicht? Man ist einfach immer der Meinung, Mahal wäre nicht gut genug und Lesnar würde ihn jetzt zerficken, ja? Aber alleine, dass man dort den Repräsentanten für SmackDown, das ist eben der höchste Champion, das ist Mahal, und den Repräsentanten für Raw, das ist der Universal Champion, das ist Lesnar, dann gegeneinander stellt in dieser Idee, Raw gegen SmackDown zu präsentieren, ist doch völlig logisch. Ich weiß gar nicht, wo das Problem steht. Beide sind die jeweiligen Champions, das hätte ja von mir aus auch jetzt hier, keine Ahnung, Enzo Amore gegen Colin Cassidy sein können. Nur ist leider der eine halt verletzt. Keine Ahnung. Nur als Beispiel. Die sind halt jetzt, in diesem Moment sind halt Lesnar und Mahal die jeweiligen Champions, deswegen knallt es aufeinander. Was ich ungünstig finde, für den Rest der Card, dass wir mehrere Heel-gegen-Heel-Matches haben, weil aktuell sehr viele Heel-Champions im Produkt sind, dass die Survivor Series entsprechend so ergibt, dass wir relativ viele produktmäßige Heel-Wrestler gegeneinander haben. Das finde ich unglücklich. Die reine Mentalität dessen, dass wir dort Matches gegeneinander haben, finde ich sehr gut und ich freue mich tatsächlich auf Mahal gegen Lesnar, denn ich bin sehr gespannt, was für eine Art von Matches von Match sie gestalten werden zwischen diesen beiden, weil Mahal kommt einfach nicht so richtig durch diese Barriere von Wrestling-Fans, die sowieso alles besser wissen und Lesnar ist sowieso der Halftime Part-Timer, wie auch immer, der darf nicht Champion sein. Das heißt eigentlich zwei Wrestler, die man nicht mag und man wird trotzdem wieder Lesnar anfeuern und das ist etwas, ich bin sehr gespannt auf die Gestaltung des Matches und die Grundansetzung gefällt mir sehr gut. Alter, wieder. Ich bin so gut. 90 Sekunden sind mein Ding. Wir haben auch noch, ich möchte euch noch erinnern, ihr habt auch noch einen Joker, also wenn ihr noch länger wollt, ihr könnt, ne? Also, Jan, was sagst du? Storyline, ja. Lesnar gegen Mahal, obwohl es ja Storyline ist, es halt ein Match. Ich find's bis jetzt klasse. Payment-Promo. Find's bis jetzt klasse. Klingt total begeistert. Spielt wunderbar. streichelt den Internet, holt's die Eier. Was Heyman gesagt hat, die fühlen sich da wunderbar bestätigt und die Eier gekrault. Und damit haben sie da schon alles richtig gemacht. Survivor Series, mein Tipp ist jetzt schon bei Mahal. Danke, ich habe fertig. Okay. Dann mache ich es kurz. Ich tippe auch auf Jinder Mahal. Allerdings durch irgendein DQ-Kram. Oder auszählen. Ja, Screw-Finish wird es irgendwie geben. Irgendwer wird es verhindern. Irgendwas wird eingreifen. Irgendjemand will Brock Lesnar killen. Strowman, vielleicht auch Strowman und Reigns und Kane und
Alle. Wyatt ist eine Option. Balor. Man muss ja Balor nächsten Herausforderung für beide präsentieren, ne? Oder Miss vielleicht sogar, wer weiß es denn. Ja, alles möglich. Aber es wird keinen cleanen Sieg für Mahal geben, aber es wird einen Sieg geben. Der eingreift, ist natürlich ganz klar Heath Slater. Ja, weil die Verbundenheit zu seinem ehemaligen 3MB-Mann, ja, und dann kommt halt auch noch Drew Galloway raus mit seinem vielleicht dann schon nicht mehr. Und dann macht halt 3MB Lesnar kaputt und dann gibt's hier We're a Three-Man, Bam! Dann drehen sie alle wieder frei im Ring und danach ist wieder alles wieder gehabt. Und Lesnar ist besiegt. Die Pflaume. Und das Internet rastet aus. Ich würde alleine, deswegen würde ich das sehr gerne sehen. Ja. Gehe ich mit. Gut, ich habe noch drei Themen auf der Pfanne. Und wir beginnen mit Jan, und zwar mit dem leidigsten Thema des Jahres. Impact Wrestling trennt sich endgültig von Global Force Wrestling und Jeff Jarrett. Das wurde auf Twitter bestätigt. Die GFW Impact Events werden trotzdem weiter ausgestrahlt, was immer noch sehr skurril ist. Und ja, auch die erste Workerin hat zum Beispiel das Produkt wieder verlassen. Terrell, ne, ist wieder weg. Und ja, finden wir jetzt einen Abschluss, Jan, in dieser Neverending Story in unserer Soap Opera des Jahres. Vorhin haben wir es ja thematisiert, kurz gesagt. Wie früh ist eigentlich, was heißt so früh, war es ja gar nicht, aber knapp vorher ist ein Jahr früher die Gerüchte gab, dass WWE WCW kaufen will. Manchmal denke ich, es wäre schön, wenn TNA sich auch so schnell in ihr Schicksal ergeben hätte, wie es die WCW damals getan hat. Dann hätten wir seit 4 Jahren die Ruhe und bräuchten uns nicht jede Woche zu überlegen, wie heißen die jetzt eigentlich gerade. Wer das jetzt für Sarkasmus hält, wir haben uns während des Pay-Per-View-Roundtables zu TLC, sind wir ab und zu mal auf TNA gekommen und haben mal kurz überlegen müssen, wie heißen die jetzt eigentlich. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das aktuell überhaupt einen Unterschied macht. Ob jetzt Jared mit drin hängt oder nicht. Solange irgendwer das Geld reinputtert, läuft der Laden halt weiter. Auch wenn kein Geld wieder rauskommt. Wie heißt es bei Dinner for One? Same procedure as every year? Wahrscheinlich überlebt Impact Wrestling WWE. Keiner weiß warum und will es ja gewesen sein. Fertig. Gut, fertig. Matze. Ja, ich glaube, ich ziehe meinen Joker. ich werde, glaube ich, relativ viel reden. Ich mal gucken. Also, erstmal, es ist ein leidiges Thema, es ist ein sehr nerviges Thema. Ich finde, so wie ich noch in der Gruppe geschrieben hatte, weil, ich glaube, Superion war es, gemeint hatte, ja, aber das Produkt ist ja viel besser als das der WWE. Das ist erstmal im Auge des Betrachters. Ich gucke gerade wieder Akkord Richtung Bound for Glory, kommt ja jetzt in übernächste Woche im November, ne? Also erstes Novemberwochenende ist Bound for Glory. Und dahingehend gucke ich jetzt gerade die Shows seit Slammiversary. Ich bin jetzt mit dem Juli durch. Produkt ist völlig okay. Also, das war aber auch nie das Problem von TNA, von Impact Wrestling. Die haben in der Regel ein gutes Produkt geliefert. Bloß diese ganzen Nebenschauplätze machen es halt schwer. Und wenn man aus dem Loch nicht rauskommt und dann halt auch so keine neuen Fans generieren kannst, dann kannst du dir gerne diese 10 Fans, die dich über Jahre hinweg treu begleiten, behalten. 10 ist nicht gemeint, sondern ne, also einfach die Leute, die du hast. Du generierst aber keine neuen Fans. Das heißt, du bleibst immer in derselben Blase. Und wenn du dann noch die Leute verschreckst, die dann nicht mal wissen, ob die Liga jetzt TNA, GFW, Impact Wrestling oder vielleicht sogar AIW, weil das Gerücht war, dass sie jetzt sich in Anthem Impact Wrestling umbenennen werden. Grüße an Hedda an der Stelle für die Datenbank bei Genickbruch. Aber ich weiß nicht, was das alles soll, denn der Fan wird doch damit auch verhohne People, wenn er nicht mal weiß, wie die Liga heißt, die er eigentlich mag. Weil von Woche zu Woche da andere Ringpolster oder andere Banner hängen oder andere Chaka. Farben sind oder... Ich nehme meinen Joker. Oder andere Gürtel präsentiert werden, die dann eine neue Platte erhalten. Jetzt wiederum eine neue Platte erhalten müssen, weil wieder die Liga verändert wurde. Das ist doch für das Produkt sowas von schädlich. Da kann das Gezeigte von der reinen Storyline gut sein, wie es will. Es schadet dem Produkt. Das kann mir der Impact Wrestling Fan nicht erzählen. Bei mir ist das der absolute Nebengedanke. Ja, natürlich ist das Gezeigte von der reinen Storyline und vom reinen Wrestling her gut. Ja? Ist das noch relevant? Nein, weil der Nebenschauplatz alles überschattet. Und da muss man Ruhe reinkriegen. Und ja,
sicher ist die Art und Weise, dass jetzt Jared geht, weil er wieder alkoholisiert war und damit irgendwie Leute angepöbelt hat oder so. Ja, dann musste er halt zur Tür raus. Aber das hat man auch vorher gewusst. Ja, Jared ist seit 5 Jahren dem Alkoholismus verfallen. Das heißt, der war auch Anfang des Jahres, als diese ganze Geschichte da losging, dass man GFW übernimmt und sowas alles, da war der auch schon in dem Zustand. Aber man hat ihn trotzdem genommen. Da muss man gleich von vornherein sagen, Keule, wir würden dich gerne aufnehmen, aber bleib mit dem Hintergrund, was ja da am Ende passiert ist. Und ich weiß nicht. Dass Amt weiterläuft für die Onos finde ich gut, weil so wird wenigstens abgeschlossen. Ja, also es sieht natürlich komisch aus, dass die Impact Wrestling Seite dann mit Wrestlern wirbt wie Bobby Roode und TJP und keine Ahnung, wer alles bei WWE aktuell ist, Shelton Benjamin, hast du nicht gesehen, werden da ganz groß präsentiert auf der Impact Wrestling, sowohl Webseite als auch Facebook Präsenz. Ah, ich weiß nicht, mich stört das irgendwie, aber es stört mich auch nicht zu sehr. Es ist das leidigste Thema des Jahres definitiv, das schon mal für Jahresendsendung. Ich hoffe, jetzt ist Ruhe. Dann hoffen wir, dass wir das Thema endgültig in die Jahresendsendung verlagern können. Ja. Ich hoffe es, weil ich glaube, wir haben das eine Thema, was uns bisher in allen 5 Ausgaben jetzt dann hier bei Hot Topic begleitet. Aber es ist in schade, Form, ne? So wie Superior sagt. Aber es ist das in welcher Produkt Form ist halt auch immer. Gut. Sei es, dass das Corgan raus ist oder dass Jared eingestiegen ist, dass die Stories um Alberto. Es ist ja immer irgendwo was. Die Nebenschauplätze überschatten alles. Nebenschauplätze. Und daran zerbrechen Wrestling-Ligen in der Regel. Ja. Kleine wie große. Aber Impact Wrestling scheinbar nicht. Ja, weil sie sich immer wieder umbenennen und wieder irgendwo einen neuen Investor rausholen. Ja. Ich bin jetzt bloß gespannt, ob die Umbenennung kommt. Solange jemand Geld zahlt, wird der Laden weiterlaufen. Ja, ich bin jetzt wieder bloß gespannt, weil jetzt heißen sie aktuell IW, ja, also IWW, sogar Impact Wrestling, das ist eigentlich völlig bescheuert. Das Gerücht besagt, dass sie sich in AIW umbenennen wollen. Grüße an AIW an der Stelle, Absolute Intense Wrestling. Also es soll das Gerücht herrschen, dass sie sich in Anthem Impact Wrestling umbenennen wollen jetzt. Also wenn sie jetzt die Abkürzung von der besseren Liga klauen wollen, gut, jetzt könnte ich sagen, dann haben sie mich als Zuschauer verloren, aber das haben sie halt schon. Und daher wüsste ich jetzt auch nicht, womit ich drum würde. Mal gucken. Aber Impact Wrestling ist ja noch bescheuerter. Also Impact Wrestling Entertainment. IWWE heißt die Abkürzung laut diesem ganzen Kürzel da, wenn du ins Copyright guckst. Das ist doch, komm schon, da muss irgendwas her. Die haben da so viel Ärger in ihrem Laden drin, da muss erstmal aufgeräumt werden. Und die müssen, ich glaube, die sind sich selber gar nicht sicher, was sie machen. Und irgendwer muss mal die Eier haben, Leute rauszuwerfen und dann. Da muss aufgeräumt werden und dann muss man von Grund auf neu aufbauen. Denn das reine Produkt ist wirklich gut. Vielleicht wie Prinz machen. Die Liga, die früher mal als TNA bekannt war. Ja, Tough Cup Bus. Da hat er wieder Credits an Header, der da so ein The Wrestling Company formerly known as und dann 5 Milliarden Buchstaben. Ja, SSDSGPS RTLAD, der gerne auch bei RTL auftreten darf. Ja, hier, Stefan Raab, TV Total, das fand ich so super. RTLAD. Egal. Gut. Kommen wir zu etwas, was erst nächsten Monat aktuell ist, aber so ein bisschen seine Schatten voraus wird. Und zwar, es geht um die größte Independent-Wrestling-Veranstaltung in Europa. Zumindest was die letztjährigen Verkaufszahlen angeht. Wir werden mal gucken, was dieses Jahr passiert. ICW Insane Championship Wrestling präsentierten Fear and Loathing 10 im SSE Hydro in Glasgow, Schottland. Card ist weitestgehend mittlerweile, ja, nicht ganz bekannt, aber das meiste schon. Und zwar ist jetzt meine Frage an euch, ob ihr es overkillig findet. Ich gebe dann meine 2 Cents hinterher dazu. Und zwar gebe ich euch jetzt ganz kurz nur Input. Es wird, ohne jetzt vielleicht Beteiligte, das wird vielleicht ein bisschen zu weit führen. Oder, ach, wisst ihr was? Ich hau's raus. So, jetzt die aktuelle Card. Moment, ich muss nur ganz kurz blättern. Dass du mich jetzt sagst. Ich überbrück einfach weil mal. Du hast weil ich keine Ahnung habe, wie die Card ist. Okay. Gut, dann hau ich sie dir jetzt raus. Und sage, es gibt das Tag Team Championship Match zwischen Beard and Boar, Mike Bird und Wild Boar gegen die Polo Promotions. Das sind Johnny Polo und Mark Coffey, der Bruder von Joe Coffey. Dann haben wir Rey Mysterio gegen Kenny Williams.
Das sind die beiden normalen Matches, wenn du so möchtest. Dann haben wir Champion vs. Champion. World Champion Joe Coffey gegen Zero G Champion BT Gun. Genau. Dazu ein Four-Way Deathmatch zwischen Chris Renfrew. Wen haben wir denn da noch dabei? Stevie Boy. Wir haben dabei Jimmy Havoc und Mikey Whiplash, genau. Und dann noch ein Three-Way Steel Cage Damen-Match zwischen Viper, Kaylee Ray und die dritte Dame sagt mir leider gerade nichts. Da bin ich jetzt gerade leider raus. Das tut mir leid. Kann ich ja noch nachreichen, wenn ich ihn gleich finde. Und jetzt wurde noch ein Six-Man-Leiter-Match um einen Vertrag angekündigt für ein Championship-Titel-Match Contender-Spot. Mittlerweile die ersten zwei Teilnehmer sind bekannt. Und zwar Bram und Jody Fleisch. Dazu gesellen wird sich voraussichtlich, das unke ich jetzt einfach mal noch, Mika wird Freudensprünge machen. Und zwar, wie heißt er? Liverpools Number One, Zach Gibson. Vermute ich jetzt einfach mal, da er gefordert hat, dass er ein Match bekommt und es sind einfach noch 4 Spots in diesem Match auf. Ja. Was haltet ihr davon, Matze? Gimmick, Mania, Battle Matches, alles ist geboten. Was hältst du davon? Ja, ich glaube, die dritte Dame ist Casey, oder? Weil sie ja ehemalige Championess ist. Also Casey Owens ehemals, jetzt heißt sie, glaube ich, Casey, weil ihre Schwester, glaube ich, nicht mehr so beliebt ist. Lea Owens waren ja, ne, die Owens-Twins. Egal. Ich finde es gar nicht so schlimm. Also in der Regel ist Fear and Loathing die Veranstaltung des Jahres, die eine ganze Menge solche Gimmicks macht. In der Regel auch mit einer guten Story untermalt. Vor 2 Jahren hatten wir die große Story dann der beiden möglichen General Manager gegeneinander, Mick Foley gegen Mark Dallas, ne? Und dann alle präsentieren sich irgendwie und blablub. Nee, das war das ist Red Lightning gewesen. Okay, aber irgendwie so General Manager gegen General Manager, beide vertreten sich, Foley kommt dazu, genau. Übernimmt das von Mark Dallas irgendwie. Also irgendwie sowas war da ganz groß präsentiert. Und dann war jedes Match irgendwie auf diese Richtung gespinnt. Ne? Und ich finde, auf einer WrestleMania-Card, wenn wir das jetzt mal vergleichen, was ja durchaus dann Fear and Loathing ist, das ist ja dann die WrestleMania von ICW, dann ist das völlig okay, dass dort auch eine ganze Menge Gimmick-Matches präsentiert werden, denn es ist nun mal der Punkt, auf den das ICW-Jahr hinläuft. Und dann kann auch eine ganze Menge dort präsentiert werden. Ja, vielleicht für diese eine Show dann ein bisschen too much, aber es ist eben auch genau die Show, auf der das präsentiert wird. Das ist das meiste Augenmerk auf diesem Event und dementsprechend versucht man auch möglichst viel Ablenkung und Abwechslung in diese Show zu bringen. Und genau deswegen finde ich es auch gut und die reine Card gefällt mir erstmal gut, gefällt mir zum Beispiel schon mal besser als letztes Jahr. Also in der reinen Theorie natürlich. Chaka! Ne? Und der Rest zeigt sich dann. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß, Basti. Das wollte ich erst hinterher erwähnen eigentlich. Aber gut. Jan. Ja. Ne? Ist halt so. Je mehr, desto mehr. Ich hab da eigentlich nicht gut, viel... Gut, dass wir darüber gesprochen mehr, haben. Mehr ist immer besser. Ja, es kommt drauf an. Man muss es immer... Das Maß macht, sagt man zwar immer, aber einmal im Jahr so dieses jetzt hauen wir alles raus... Je kleiner die Liga, desto besser ist sowas wahrscheinlich auch, um dann halt so richtig die Aufmerksamkeit zu kriegen, zumindest einmal im Jahr, als wenn man es verteilt hat, um halt zu wachsen zu können. Je größer die Liga ist, desto schwieriger finde ich das. Das habe ich schon teilweise zum Beispiel bei New Japan mit Wrestle Kingdom, wenn dann da die letzten 3 Stunden du dann da 21, 30 Minuten Match aneinander geklatscht hast, was dann immer so seine 4 bis 5 Sterne dann alles am besten noch kriegen soll. Das wird dann auch anstrengend. Deshalb ist eigentlich immer so dieses bisschen runterkommen zwischen den Matches, wie es die WWE eigentlich so ein bisschen perfektioniert hat, eigentlich immer ganz gut. Aber wie gesagt, bei kleineren Ligen ist so ein Overkill einmal im Jahr auch okay. Gut. Was? Gut. Ja, dann kann ich jetzt das sagen, was Matze mir schon vorweggenommen hat. Ich werde live da sein, mir das ganze Spektakel angucken. Deswegen ist es mir relativ scheißegal, ob das overkillig ist oder nicht.
Weil live ist immer eigentlich alles gut. Also fast alles. Es gibt auch Sachen, die live nicht gut sind. Aber Live-Catchen ist immer besser als gucken. Und ich glaube, wenn ich es nur gucken würde, könnte es mir overkillig vorkommen. In dem Fall wird es mir vollkommen egal sein. Ja, ich freue mich drauf und ich werde berichten. Und ich denke, wir werden auch hier darüber berichten. No? Ja, das greife ich mal gleich noch mit auf, weil wir haben auf Moonsault haben wir einen Kommentar bekommen, dass wir halt geliebt werden dafür, dass wir diese ganzen großen Events, diese WrestleManias der kleinen Ligen halt covern. Und wir haben es leider verpasst, die Fear and Loathing Show vom letzten Jahr zu reviewen. Was mich eigentlich ärgert, weil eigentlich hatte ich irgendwie, im Mai wollte ich es machen, inzwischen ist ja schon Oktober. Ich weiß gar nicht, warum wir dann davon abgekommen sind, aber wir haben irgendwie viel zu viele Shows zusätzlich gemacht, weil bei anderen Dingen haben wir es ja hinbekommen, dass wir die großen Events gemacht haben. Ne? American Runner wollten wir auch eigentlich längst machen, von Beyond haben wir auch nicht geschafft, weil wir andere zwischengeschoben haben. Ich glaube, wir sollten uns wieder darauf konzentrieren, nicht versuchen, für einer Liga alles zu machen, sondern zumindest diese großen Shows von den diversen Ligen dann auch zu covern. Ne? Ja, da können wir beide dann am Ende vielleicht nochmal kurz, weil wir ja eigentlich was machen wollten, was ja schon wieder nicht geklappt hat, nochmal vielleicht drüber reden kurz, ne? Habe ich schon vergessen, musst mich nachher erinnern. England-Krams. Ne? Ja, du sagst mir kein Stichwort, dann kommt es wieder wie Schuppen von den Augen. Okay, alles klar. ja. wie gesagt, ich freue mich da drauf und wir werden berichten drüber. So, letztes Thema und jetzt nochmal was für Jan. Ja, Jan darf und freut sich bestimmt auf Japan. Mhm. Japan. Und zwar beim letzten Event, das war Groß-Event, das war hier King of Wrestling. King of Pro Wrestling, ja. Genau. King of Pro Wrestling, genau. War der Main Event, der Number One, nee, der nicht der Main Event, sondern der Co-Main Event. Tomohiro Ishii gegen Tetsuya Naito. Und die beiden haben den Number One Contender Spot für Wrestle Kingdom untereinander ausgemacht. Und es wird Tetsuya Naito, der im Tokyo Dome auf Katsuchika Okada treffen wird. Ja, freut ihr euch auf dieses Match? Wird es 12 Sterne bekommen? Und haben wir dort schon das Match des Jahres, jetzt schon vorweg, das Match des Jahres 2019? Jan. 18. Dass es Naito gegen Okada bei Wrestle Kingdom gibt, war schon länger 18. klar, weil er den Number One Contender durch den Sieg beim Climax gewonnen hat, hier nur verteidigt hat. Ist halt so ein bisschen wie Money in the Bank Ding, es ist ein Koffer mit Vertrag drin, hat man sogar schön gezeigt, Koffer aufgemacht, Vertrag hingestellt, der meistens halt einmal nach dem Climax nochmal verteidigt wird. Climax, das große Turnier, zwei Gruppen mit 10 Leuten, jeder gegen jeden in der Gruppe, also 9 Matches insgesamt für jeden in dem Turnier, die beiden Sieger der Gruppen treten gegeneinander an, der Sieger ist halt Climax-Sieger und darf eigentlich normalerweise bei Wrestle Kingdom den Main Event gegen den Champion machen. War also eigentlich vorher klar, dass Ishii das Ding jetzt nicht gewinnt, war eigentlich auch klar, muss man so sagen. Freuen trotzdem natürlich. Das wird wahrscheinlich ein, ob es das Match des Jahres fürs nächste Jahr jetzt schon damit fest ist, bezweifle ich, weil wahrscheinlich auf der Karte noch mindestens 2 andere sein werden, die ähnlich in Punkteregionen gehen werden, aber wahrscheinlich alleine, weil es ein Main Event ist, wird wahrscheinlich Meltzer die 3 extra Sterne auspacken. Weil irgendwann, er muss ja seine Skala dann wieder erweitern. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt schon hat, aber irgendwann sind wir bei 3 extra Sternen. Die Wahrscheinlichkeit ist. Bei 6,5? Aber 6. Chaka! Entweder 6,5 oder 6¼. Irgendwo sind wir da. Ja, glaube ich. Also, wir kriegen dieses Jahr, glaube ich, noch irgendwo Tanahashi gegen Ibushi. Ich fürchte, das ist wieder so ein Meltzer spritzt ab Match. Und bei Wrestle Kingdom können es wahrscheinlich davon auch wieder 2 oder 3 geben. Also. Ja. Wenn dann Neville gegen Naito antritt. Da Naito ja schon ein Match hat, wird es schwierig. Neville gegen Osprey. Das wäre zum Beispiel möglich. Es gibt sogar Gerüchte, das habe ich heute gehört. Um den Junior-Title. Ja, wäre dann wohl der Junior-Title. Es gibt wohl sogar Gerüchte, dass New Japan versucht, Chris Jericho für Wrestle Kingdom zu kriegen.
als Gegner für Omega. Das wäre geil. Die beiden haben wohl auch schon auf Twitter so ein bisschen kleine Kabbelei am Laufen. Wo es, ja, wie es ja meistens so ist, am Ende ist gar nichts dran, einfach nur, weil die sich bei Twitter mal gegenseitig ein bisschen hier gestichelt, da gestichelt. Aber man plant wohl auch für Naito für Omega irgendwas Größeres. Da gibt es halt schon länger die Gerüchte, dass irgendwer von außerhalb. Ja. Chaka. So, ich habe jetzt einfach mal, weil es die letzte Frage war, dir die Zeit gegeben, weil du deinen Joker noch nicht benutzt hast, habe ich ihn dir jetzt gegeben. Wunderbar. Und es war auch mehr lose so raus geguckt. Ja. Und auf den Punkt zu Ende aber gewesen. Wunderbar. Bestimmt, hundertprozentig war es auf den Punkt. Matze. Ja. Achso, reden. Ja. Ja, ich weiß ja nicht, mit Kota Ibushi gegen Kenny Omega, wenn das noch stattfinden soll bei Wrestle Kingdom, war ja eigentlich ein Gerücht über das Jahr hinweg, dass das stattfinden soll. Ich denke, dann ist das wahrscheinlich für viele Internetfans dann das Match des Jahres, schon in der Theorie, weil die wahrscheinlich die Hütte abreißen werden und sich diverse Körperteile ausreißen werden, wieder anstecken werden, um sie sich wieder neu auszureißen. Aber das wäre so eine Möglichkeit, das Match selber, Naito gegen Okada, super geil. Also Wrestle Kingdom ist die eine Show des Jahres bei New Japan, die ich tatsächlich inzwischen ganz gucke. Ich versuche auch jetzt seit den letzten 3 Jahren das Ding live zu gucken. Ob ich es dann schaffen werde, jetzt am 4. Januar 2018, werden wir schauen. Aber ganz generell ist das eben eine der Shows des Jahres, gleich in den ersten Tagen des Jahres. Deswegen ist wahrscheinlich die Nummer, dass wir dort Matches des Jahres sehen für viele, je nachdem Auge des Betrachters, blablub, nahezu garantiert. Welches es dann sein wird, abwarten, Tee trinken, die Card wird wieder gut, ist immer gut. Lange vorhersehbar manchmal auch die Card, aber das macht einem Event eigentlich nicht. Ne? Also wenn alle so New Japan bewerten würden wie die WWE, dann wäre das schlechteste Produkt der Welt. Aber da man natürlich dieses zweischneidige Schwert benutzt, ist das eben so. Ich mag beide Produkte und dementsprechend bin ich wieder all in für die Wrestle Kingdom. Ist das ein 12-Card? Ja, ne? Glaube ich. Das müsste 12 sein. Ja, also, freue ich mich drauf. Definitiv. Gut. Ich glaube, diesen Mal kann ich sogar live gucken. Ist ja bei uns, das ist das Schöne für die, die es nicht wissen, vielleicht bei New Japan noch nie so richtig reingeguckt haben. Die Shows laufen meistens vormittags bei uns, sag ich jetzt mal. Ja. Durch die Zeitverschiebung ist es halt häufig, also bei den Climax-Sachen war es immer so Beginn irgendwas zwischen 8 Uhr und 10 Uhr vormittags. Und da ist dann auch so ein Wrestle Kingdom mit seinen 6 Stunden inklusive dem Rambo als Pre-Show auch ganz gut guckbar, als wenn du dann da so abends oder in der Nacht das dann hast. Ich hatte Frühstück und Mittag beim Wrestle Kingdom dieses Jahr. Ja. Und wie habe ich auch schon oft erwähnt, deshalb mache ich es hier auch nochmal. Bisschen Werbung schadet ja nie. New Japan hat es verdient. Funktioniert wunderbar, zum Beispiel auch über die Xbox, wenn man es auf dem großen Fernseher haben will. Über den Browser, der bei der Xbox mit drin ist, läuft einwandfrei. Ich glaube, letzten Monat, man zahlt ja 999 Yen, ich glaube, letzten Monat war es aufgrund des Umrechnungskurses 7,81 €. Das geht. Selbst wenn man es nur den Anfang nächsten Jahres für Wrestle Kingdom macht und am besten noch den Tag drauf New Year's Dash, wo meistens auch noch irgendwas passiert, zwar wrestling technisch nicht so wichtig ist, aber irgendwas passiert da immer, wie direkt davor laut. Ja, oder dieses Jahr war es zum Beispiel, dass Omega AJ rausgeschmissen hat aus dem Bullet Club und so eine Sachen. Übrigens über den Fire TV Stick auch zu empfangen. New Japan World. Mittlerweile. Gut, Leute, wir sind am Ende. Wir haben wieder viele spannende Themen gehabt. Matze, magst du dich verabschieden und vielleicht nochmal kurz so einen kleinen Ausblick bieten, was jetzt noch so in den nächsten Tagen ansteht? Ja, kann ich machen. Was meinst du vor mit England? Das will ich dir mal noch umschlagen. Ach so, genau, Progress. Ach so, ja, hat nicht funktioniert, ne? Wollten wir ja. Ja, hat einfach. Genau, und wir hatten zu viert angesetzt, fällt einer aus, fällt der nächste aus, und dann sind es noch zwei, und dann anderes Datum, fällt wieder aus, und dann am Ende müssen wir. Scheiße. Aber ist ja für November geplant, also schauen wir mal.
Ja, Ausblick. Ich nehme morgen mit Sven eine neue Time Machine auf, und zwar zum King of the Ring 95. Das heißt, ich gucke jetzt über Nacht wieder ein bisschen Raw, beginnend bei der 111, und dann gucke ich irgendwie direkt danach King of the Ring. Das heißt, meine nächsten 7 Stunden sind dann mit 95er WWF-Material versehen. Dazu muss ich nachher noch einen Comic lesen, weil ich im Nerdhurt Radio dann entsprechend noch das Black Panther-Comic morgen raushauen will und gucken, ob ich das überhaupt schaffe, rein Zeit. Also, warum hat der Tag eigentlich bloß 24 Stunden? Warum vergehen die nicht langsamer als so eine 24 Stunden halt vergehen? Egal. Ansonsten, darüber hinaus, habe ich gerade gar nicht auf dem Radar, was groß noch kommt. Der Monat ist durch und November haben wir noch nicht wirklich offen. Also, einer der ersten Podcasts für den November wird dann halt eine Doppel-Podcast-Geschichte sein mit GWF und GWP. Und ja, das andere habe ich gerade nicht so richtig auf dem Radar. TLC ist halt schon da und Lucha Underground ist schon da. Das ist diese Woche halt online gegangen, wenn ihr da ins Archiv gucken wollt. Und alles andere immer die Augen offen halten. Ich mache ja in der Regel samstags oder sonntags so eine kleine Vorausschau, was die nächste Woche euch erwartet. Und sobald wir den November geplant haben, wird es das auch geben wieder. Ja, hat Spaß gemacht. Basti, danke. Und hier, ne? Ex und Smasher, ich bin raus. Gut. Jan, bist du auch raus? Ja, ich bin dann auch gleich raus und bin auch ganz froh jetzt drüber, weil für die, die es mal interessiert, wie das hier manchmal so abläuft, ich gucke auf mein Handy, weil ich eigentlich gerade aufs Klo gehen wollte, sehe dann eine Nachricht, ob ich gerade Zeit habe, weil jemand ausgefallen ist. Mein Laptop braucht mal eine Weile, bis er hochfährt, also Laptop angeschmissen. Darüber vergessen, nochmal aufs Klo zu gehen. Und dann sitzt man anderthalb Stunden später hier so und denkt sich, wenn ich hier einen Eimer hätte, dann wäre der jetzt voll. Von daher bin ich da sehr froh, dass das hier keine 3-Stunden-Sendung geworden ist, wie die, die ich gestern mit aufgenommen habe. Also den TLC Roundtable. Ja, Werbung noch ganz schnell. YouTube, Daumen hoch, abonnieren, falls ihr benachrichtigt werden wollt. Wenn es was Neues gibt, die Glocke drücken. iTunes abonnieren, 5-Sterne-Wertung und wie immer, wenn es irgendwas gibt, was wichtig ist, Kommentare, am besten auf Facebook, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir es auch mitkriegen, als bei YouTube, muss man leider sagen. Da ist nicht immer so einfach, wenn man dann unter jede Ausgabe gucken muss, ist da irgendwo was neu geschrieben worden, da ist Facebook immer einfacher. Tschüss, ich bin raus. Gut, dann bleibt es mir auch nur noch zu sagen Tschüss und haltet die Augen offen, was für uns bei uns in der nächsten Zeit ansteht. Es ist wie immer eine ganze Menge und wir sind auch, denke ich mal, nächsten Monat wieder in die Richtung für euch da, wenn es heißt Chaka Hot Topic. Bis bald und wir verabschieden uns mit einem dreifachen Chaka, Chaka, Chaka.